Meine lieben Gamer-Freunde, willkommen hier zurück bei Dark Souls 3. Ich muss heute leider eine etwas andere Folge aufnehmen, weil ich habe hier den ersten Boss gekillt und habe die Aufnahme kontrolliert und sie war leider schwarz. Man hat einen Ton gehört, man hat aber kein Bild gesehen. Naja, und da ich euch keine schwarze Aufnahme liefern möchte, werde ich jetzt nochmal mich zum Boss durchschlagen und werde halt auf andere Mittel zurückgreifen. Ich werde dann eine Aufnahme von jemand anderem abspielen und hoffe, dass es euch trotz alledem gefällt. Ja, war halt ein bisschen Fail von mir. Es tut mir auch schrecklich leid. Aber die nächsten Aufnahmen sind dann auch wieder hundertprozentig von mir. So, jetzt wollen wir uns erstmal hier wieder durchschlagen durch die schönen netten Skelett- Zombie, Viecher, wie auch immer. Und wir sind ja gleich da. Wir müssen jetzt gleich erstmal den Dicken erledigen. Der dürfte jetzt, so stark wie ich momentan bin, kein Problem sein. Aber erstmal hier, zack, den wieder killen, damit er sich nicht verwandelt. Also ich würde hier, also ich mach's jetzt nicht, aber ich würde hier auch immer alle kleinen Skelettchen killen, damit ihr halt schön ordentlich Seelen bekommt. So, jetzt waren wir hier, sind wir hier runtergegangen. Letztens waren wir hier drinnen und haben hier den Ritter gekillt. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt hier um die Ecke. Ach, shit. So wie vorher halt. Auch immer. Und und killen jetzt erstmal hier die restlichen Skelette. So, und ein paar Bolzen mitgenommen. Können wir immer gebrauchen. Einmal runter. Zack. So, zack. Ja, komm, du wirst auch noch drauf gehen. Jetzt killen wir hier den Dicken. Der dürfte jetzt, wie gesagt, nicht wirklich das Problem werden. Oh, wo ist er denn? Komm her. So, nachdem ihr den gekillt habt, sammelt ihr hier die Items ein. Hier sind ein paar Items im Raum. Und dann könnt ihr hier durchgehen. So, wenn ihr jetzt... Okay, jetzt müssen wir erstmal... Zack. Wenn ihr jetzt hier lang geht, wo ich gerade hochgehe, da ist ein Stückchen weiter, ist eine Abkürzung. Da kommt ihr wieder zum ersten Bonfeuer. Was ganz cool ist, also ich würde dann auch von dort aus starten, würde dann vom ersten Bonfeuer aus hier runterrennen. Und würde hier die paar Skelettchen killen. Das ist dann auch nicht viel, was da zu töten ist. So, dann kommt eine etwas schwierigere Hürde. Diese Ritter. Die sind nicht ohne. So, entweder farmt ihr Seelen und levelt euch hoch, bis ihr sie down kriegt. So wie ich jetzt. Zack. Oder ihr rennt einfach dran vorbei. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich persönlich würde... Nee, gar nicht. Was erzähle ich denn da? Ihr müsst sie sogar töten. Ihr müsst sie sogar töten. Entschuldigt bitte. Ihr müsst sie unbedingt töten, weil hier oben, das zeige ich euch jetzt, ein NPC ist, zu dem ihr unbedingt hin müsst. Den Langspeer. So, genau, stimmt. Ihr müsst sie töten, müsst dann hier hoch in die Kirche. Ich renne jetzt einfach mal vor. So. Hier gibt es nichts Besonderes. Also ich habe hier alles durchgeguckt. Hier gibt es keine Items oder sowas. Da müsst ihr mit dieser Dame reden. So, die gibt euch dann ein Banner. Also eine Fahne. Sagt euch, geht zum großen Tor und schwenkt dieses Banner als Zeichen des, weiß ich nicht, Zeichen der Befreiung oder sowas, glaube ich, war das. So, und danach müsst ihr hier runter. Hier, genau, den anderen Weg. Da geht ihr am besten hier erstmal rechts. Hier wartet nämlich eine Armbrustschütze auf euch. Bevor ihr euch hier irgendwie anballert, könnt ihr den halt schon töten. Dann kommen hier die zwei Kleinen. Oh, habe ich den ersten Kleinen fast übersehen. So, die sind auch relativ leicht zu töten. Zack. So, und dann kommt ihr hier in diesen Raum. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wird hinten die Türe zu sein. Da müsst ihr hier nach vorne rennen.
So. An den Spalt der Türe hingehen. Das Bonfeuer steht dann nicht da. Und dann müsst ihr E bzw. auf dem Controller A drücken. Und dann kommt eine kurze Videosequenz. Und dann wird von dort der Boss kommen. Naja, wie gesagt, da ich ja jetzt auf eine kurze Aufnahme von jemand anderem zurückgreifen muss, würde ich einfach mal sagen, bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück und hier ist die Videoaufnahme, wie versprochen, halt von jemand anderem leider. So, wie gesagt, da geht er zu diesem Spalt, da wird diese Videosequenz freigeschaltet. Seht ihr jetzt, wie ich gesagt habe, wie dort hinten aus dem Tor heraus, aus einem Portal, der Boss kommt. Ist ein kleiner, netter Freund mit einer riesigen Keule. Jo. Kleine Tipps zum Boss kann ich euch auch geben. Macht es genauso wie er. Rennt zu ihm hin, keine Angst. Bleibt ziemlich nah an ihm ran. Versucht hinter ihn zu kommen. Oder an die Seite von ihm. Und schlagt ihn. Einfach schlagen. Schön nah dranbleiben und schlagen. Wenn er wegspringt, manchmal springt er halt weg, so wie jetzt. Den Attacken immer schön mit einer Rolle ausweichen. Und dann kriegt ihr ihn eigentlich ganz easy down. Also so schwer ist der Boss nicht. Das Einzige, was ihr halt nicht machen dürft, auch nicht als Fernkämpfer, würde ich euch auch nicht raten, von ihm wegzubleiben. Ihr seht schon, er hat ein paar Spring-Moves. Das ist sowas wie eine... Ja gut, also hätte er das jetzt gewirkt, wäre das so ein Strahl gewesen, den er halt gezaubert hätte. Da sowas immer ausweicht, immer schön Rollen machen. Also ich habe es so gemacht, ich bin immer an ihm rangeblieben. Der Kampf hat keine 2 Minuten gedauert. Also der Boss ist auch noch relativ leicht, finde ich. Also fand ich den ersten sogar noch schwieriger. Oh, das war knapp. So, er macht einen kleinen Fehler. Er haut sogar von vorne drauf, was ich nicht so befürworte. Also ich hätte mich eher hinter ihn gestellt. So, jetzt da noch ein Schlag oder zwei. Zack. Und damit ist der Bosskampf auch schon vorbei. So, und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei mir. So, wenn ihr den Boss gelegt habt, so wie gerade im Video, dann müsst ihr einfach hier ins Bonfeuer gehen, euch kurz ransetzen, damit das aktiviert. Und dann könnt ihr hier durch das Tor laufen. Wenn ihr hier durch das Tor gelaufen seid, kommt ihr hier zu einem Abschnitt, wo es nicht weitergeht. Dafür habt ihr aber das Banner. Hier steht jetzt unten Banner hochhalten. Euch wird jetzt eine kurze Videosequenz kommen. Bei mir kommt jetzt leider nichts, da ich es wie gesagt schon gemacht habe. Und nach dieser Videosequenz kommt ihr hierher und seid im nächsten Gebiet. Aber dazu würde ich einfach sagen, seht ihr mehr im nächsten Video. Also bis dann und schön, dass ihr da wart. Lasst ein Abo da, kommentiert schön und teilt das Video bei Facebook oder sonst wo. Es würde mich sehr freuen, wenn die Abozahl hier um einiges höher wird und ihr euch an meinen Videos erfreut. Also bis dann, bis nächstes Mal, bis gleich. Bye, bye.